Die Fans kleiner Raketen können sich freuen. Endlich lässt Opel die Top-Version des Corsa, den OPC, auf die Vollgasfans los. Schließlich ist der OPC der stärkste Corsa aller Zeiten. Und den gibt es mittlerweile schon in vierter Generation. Waren bisher 125 Diesel PS im 1.7 CDTI die Leistungsspitze, legt Opel bei der OPC-Version des Corsa nochmal richtig nach. Der 1,6 Liter Vierzylinder mit Turboaufladung leistet 192 PS und 230 Newtonmeter Drehmoment. Zur Serienausstattung des OPC gehören Nebelscheinwerfer, Zentralverriegelung, Kopfairbags, ein abschaltbares ESP, Klimaanlage, CD-Radio und elektrische Fensterheber. Auch optisch zeigt das Corsa Topmodell Sportlichkeit in jeder Positur. Kraftvolle Front- und Heckschürzen mit markanten, kiemenartigen Lufteinlässen, der Dachspoiler und die Tieferlegung um 10 mm verleihen dem OPC einen starken Auftritt. Dieser Sportlerlook setzt sich natürlich auch im Innenraum fort. Ledersportlenkrad, chrom eingefasste Instrumente mit roten Zeigern und blau umrandete Lüftungsdüsen machen das Cockpit zur adäquaten Schaltzentrale. Eine Neuentwicklung sind die Recaro Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Dass sich in dem kleinen Coupé ordentlich heizen lässt, ist klar. 7,2 Sekunden vergehen für den Sprint auf Tempo 100 und erst bei 225 km/h geht dem Powerknubbel die Puste aus. Sollte es einmal eng werden, kann der Corsa OPC, innen belüfteter Scheibenbremsen sei Dank, abrupt Geschwindigkeit rausnehmen. Immerhin 22.560 Euro kostet der Fahrspaß aus Rüsselsheim. Aber es war ja schon immer etwas teurer, einen rasanten Geschmack zu haben.